Jetzt geht's aber ab hier, Felix. Ha, wenig Publikum, aber die sind begeistert auf jeden Fall. Das war wirklich wahnsinnig cool. Der letzte Ton, den du gerade gesungen hast, den hast du aber nicht von den Vocal Coaches gelernt, oder? Doch, die Monika hat das auch. Die Monika Ballwein. Aber das war schon sehr spät. Screamen, ja. Was war das? Screamen oder war das Growling oder wie nennt man das? Ja, das genau? Gehört zum Screamen quasi. Achso, das ist Sings. Und was macht man da genau? Das ist wie Rülpsen oder wie? Also ich stelle es mir immer vor wie Räuspern, also so. Dann macht man oben im Mund. Und dann legt man Zunge auf und macht. Ah, verstehe. Und dann hält man Sicherheitsabstand. Alright. Aber ich krieg schon mit, Felix, also ich glaube, deine Konzerte, du bist ja Rocker, die laufen wahrscheinlich sonst ein bisschen anders ab, oder? Ja, also in der Band spiele ich Bass und sing. Das heißt, du hast die Gitarre, ja? Headbangen wahrscheinlich, das geht mit den Haaren auch gut. Mhm. Stage-Diven vielleicht auch noch, jetzt heute hier nicht das zu empfehlen. Das traue ich mich bis jetzt noch nicht, da bin ich noch zu platt dafür. Also an den Fans liegt es nicht, meinst du? Die wären schon da, die würden dich schon auffangen. Ja. Jetzt muss ich aber trotzdem noch fragen, wie viel Überwindung hat es dich gekostet als Rocker, dich bei dem Pop-Wettbewerb Vistamania zu bewerben? Ich habe eigentlich nicht nachgedacht, als ich mich beworben habe. Das war so, ups, jetzt habe ich mich beworben. Und schwupp, warst du schon hier auf der Bühne.